wir hier sehen, ist eine optimierte Treiberlösung für Linux, die die Hardware-Beschleuniger von dem Paulsbow und Moorestown nutzen kann. Und ja, mit diesen Treibern kann man bis zu 1080p Videodekodierung machen. Die Paulsbow sind ja auch in dem kleinen MIDS drin verbaut. Und die haben auch eine 3D-Engine dabei. Und mit der 3D-Engine, das führe ich nachher auch gleich noch vor, kann man auch entsprechend schnell Quake spielen. Das echte Quake 3 Arena habe ich wieder ausgepackt. Habe ich mir vor vielen Jahren ja mal gekauft. Hätte nie gedacht, dass ich das nochmal auf einem neuen Gerät auspacken werde. Aber so ist das halt. Keiner hätte gedacht vor 5 Jahren, dass sowas mal im Mobile Phone landet. Ist die gleiche Oberfläche und den gleichen Media Player starte ich da jetzt auch mal drauf. Das ist ein nicht angepasster M-Player, der einfach die Hardwarebeschleunigung nutzen kann. Und damit kann ich dann zum Beispiel, da sind jetzt zu wenig Speicherplatz auf dem Flash, deshalb machen wir da einfach mal Live-Fernsehen per DVB-T empfangen. Über einen DVB-T-Empfänger. Mit der gleichen Lösung kann ich quasi auch auf dem großen Bildschirm HD-Filme angucken. Ups, jetzt machen wir das mal so. Jetzt, dann öffnen wir hier mal den Media Player. Alt-O muss ich machen. So. Gehen auf die Kanalliste. Und was hätten wir dann gerne für ein Fernsehprogramm jetzt am liebsten? Ich nehme einfach mal, was nehmen wir? Irgendeins, Pro7. Schwupp. Jetzt tun da. Selbstredend. Das spiegelt ziemlich gern manchmal. Mhm. Seht ihr das? Gescheit auf der Kamera? Mhm. Ja. Da haben wir ja gerade das Richtige erwischt. Und Spiel kann man starten? Hier nicht, weil ich habe zu wenig Flash, aber hier kann man es starten. Und es ist wirklich der gleiche Chip verbaut. Das ist hier ein Paulsbow verbaut und ein Atom. Und in dem MSI Netbook ist ja bekanntlich dieselbe Kombination verbaut. So, sobald wir hier einen HDMI-Anschluss haben am MID, kann man das Gleiche, was ich jetzt auf dem Netbook vorführe, dann in Zukunft wirklich auf dem Fernseher direkt anschauen. Und was wir sehen, ist eine Demo von dem Moorestown Paulsbow optimierten Grafiktreiber für Videodekodierung und für 3D-Grafik. Ist auch unschwer zu erkennen, dass wir hier den gleichen Media Player haben. Das ist in beiden Fällen M-Player, der die Hardware-Engine benutzt. VLC geht auch. VLC kann ja auch. Was wird das mitkosten? Das müssen wir eher die Intels fragen, okay, was die MIDs kosten sollen, wenn sie denn wirklich in den Markt kommen. Aber ich schätze mal, $400 bis $600 kosten diese Teile dann je nach Hardwareausstattung. Ja, da der Dollarkurs gerade recht niedrig ist, heißt das wie viel Euro? 350, oder? So in dem Dreh. Ja. Wenn nicht der Aufschlag dazu kommt. Ja, okay, wenn nicht der Aufschlag dazu kommt. Warte mal. Und jetzt,
Ups, das ist irgendwas. So. Ich kann hier auch Live-TV vorführen noch. Soll ich mal umstecken? Ja. Okay, dann machen wir das gleiche noch da drüben. Schwuppdiwupp. Nehmen wir die Iren mal raus. So. Flop. Und dann machen wir hier mal Live-Fernsehen. Schade, dass wir hier keinen, also was jetzt richtig fetzig wäre, wäre natürlich, wenn wir hier einen HD-Empfänger hätten, der HDTV vom Satellit empfängt. Aber leider gibt es diese Teile noch nicht mobil. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Satellitenanschluss im Haus, vermute ich mal. So. Das ist jetzt Standard-TV-Auflösung. Oh Gott, was haben die denn da für ein Bild? Mit was senden die denn da? Krümelfernsehen. Das ist ja ätzend. Moment. Gucken wir mal. Ich glaube, die ARD hat bessere Encoder. Dann nehmen wir die mal. Wo haben wir die hier? ZDF, ARD. Oh Gott, das kann man gar nicht lesen. Was habe ich da gemacht? Aber start doch mal den HD-Film, den du da hast. Ja, klar. Mach ich. Obwohl, das ist auch nicht viel besser. Welchen soll ich starten? Soll ich mal den Star Wars starten? Der ist 1080. Sieht man auch. So. Schwubbidi-wupp. Da sieht man, dass der vom Sat mitgeschnitten ist. Weil manchmal sieht man die Empfangsfehler. Mhm. Das ist nämlich von der Filmpremiere von DirecTV in den USA mal mitgeschnitten worden. Und auf dem DirecTV-Satelliten. Und das kommt jetzt alles von dem Netbook? Das kommt von dem Netbook runter, ja. Genau. Wie man unschwer erkennen kann hier. Mhm. Ja, okay. So. Jetzt habe ich 1300 mal 768 gemacht, ich glaube. Ja. Das ist nicht 1080. Ja, warte mal. Das probieren wir mal gleich mal aus, ob das auch noch geht. Wie kriege ich das jetzt wieder hin? Indem ich. Konsole-Umschaltung, wie komme ich denn da jetzt raus? Scheiße, da muss ich booten. Okay, das probieren wir nachher auch noch aus. Okay. Vielleicht kann man sogar den, hier, das kommt aber auf die Hardware drauf an, ob sie das kann. Ob der hier 1920 mal 1080 auch auf dem VGA aus quasi auch Video gucken und so weiter, kann man auch mit dem Kleinen mitmachen, weil der hat auch einen Hardware-Decoder an. Was hat der, darf ich mal noch? Ja, der hat jetzt leider keinen HDMI-Ausgang. Aber das soll sich ja ändern. Zum Jahresende kommen erste Geräte raus mit HDMI-Ausgang. Da kannst du wirklich das, was wir hier zeigen, kann man wirklich auf dem Teil hier machen. Der Anti-Interlacing-Filter, der hat noch ein kleines Problem, wie man sieht. Der zieht noch Streifen, der Hund. Deshalb nehme ich mal einen nicht intergelasten. Der zieht keine Streifen. Das ist jetzt progressive. Und das ruckelt nicht etwa, weil der da ruckelt, sondern weil das ein 59,9 Hertz ist und weil die Rendering-Engine von dem Film am Anfang ruckelt. Ja.